Ja, ich begrüße euch recht herzlich hier zu unserem kleinen Talk über die Herausforderungen von eigenen Open-Source-Projekten. Unser Talk, ja, zusammen mit dem Joachim, der ist Spezialist für Datenbanken und beschäftigt sich beschäftigt sich sehr tiefgreifend auch mit der automatischen Generierung von Formularen sowie dem Versionieren von Datensätzen. Als Architekt findet er jetzt für Unternehmen in Projekten qualitative Lösungen für Softwareentwicklung. Danke, Marco. Möchte ich auch dich gleich vorstellen. Marco Schulz hat schon bei vielen internationalen Projekten sich als Konfigurations- und Release-Manager immer um fristgerechte und nach Kundenanforderungen naja, schon Manchmal, ja. Projekte gekümmert. Manchmal war das nicht so einfach. Und du betätigst dich ja auch als Autor für gewisse Technikzeitschriften. Hin und wieder, ja. Ja. Was uns heute hier erwartet, ist nach einer kurzen Einführung, werden wir kurz über Lizenzierung von Software und deren Inhalt sprechen. Dann werden wir die Together-Plattform, das ist ein Beispielprojekt von uns, vorstellen, mit den zugehörigen Tools, die wir verwendet haben. Anschließend werden wir uns noch Marketingstrategien und Business-Konzepte anschauen. Und zum Schluss ist nachher noch Zeit für eure Fragen. Ja, Marco, du sagst immer, der Volksmund hat ja gewisse Vorstellungen von Open Source. Wie Ja. siehst du das? Ja, genau. Alles ist für Umme, nichts kostet's und die Leute haben ja eh alle keine Ahnung, weil die wissen ja auch gar nicht, wie man damit Geld verdienen kann. Also diese ganzen klassischen Vorurteile, denen man da so entgegenkommt. Das heißt, es kostet alles nichts. Naja, ist die langläufige Meinung, aber Aber du ja. hast kein Problem damit, dein Wissen einfach so umsonst loszuwerden. Nö, Nicht. nicht wirklich. Wir sehen hier an ein paar Beispielen, die wir auch für unser Projekt nutzen, dass es eine ganze Menge hochkarätiges Open Source Software gibt, die auch in unserem Fall hier frei verfügbar ist. Da haben wir einerseits zum Beispiel das Dependency Injection Framework Spring, mit dem ich sehr gerne arbeite. Natürlich Git als Source Control Management System ist auch vielen Leuten sehr bekannt. Hibernate als OR-Mapper für Datenbank Object Matter. Spannendes Tool. Und natürlich mein Lieblingswerkzeug Apache Maven als Bild- und Konfigurationswerkzeug speziell für Java-Projekte. Etwas sehr Hervorragendes. Ja, da sehen wir, gibt eine ganze Menge. Und die zeigen uns auch, dass das geht. Und gut. Ja gut, als nächstes ist vielleicht nochmal interessant, wie die rechtlichen Grundlagen hier in Österreich bzw. auch in Europa aussehen. In Österreich ist das Schöpfungsprinzip, das heißt, derjenige, der eine Software erstellt, das ist der Urheber. Wenn er nicht bekannt ist, dann ist der Verleger derjenige, der die Berechtigung hat, eben, sich um die Vermarktung zu kümmern, bis halt der zugehörige Urheber sonst ausfindig gemacht worden ist. Im Detail in Österreich ist das so, eben Software ist im Urheberrechtsgesetz als ein Werk der Literatur anzusehen. Das heißt auch, dass nur eine natürliche Person überhaupt die Autorenschaft übernehmen kann. Das heißt also, eine Firma kann zum Beispiel nicht Urheber sein. An den Urheber selbst sind gewisse Rechte gebunden. Sprich, der Urheber allein darf dem Werk einen Namen geben und darf auch Berechtigungen zur Verwertung weitergeben, beziehungsweise exklusiv oder nicht exklusiv. Das heißt, da gibt es Berechtigungen, dass man das jetzt verwenden darf und dann gibt es eben auch die ausschließlichen Berechtigungen, dann darf der Urheber selbst das gar nicht mehr verwenden. Da muss man etwas aufpassen. Die anderen Berechtigungen, die auch natürlich noch der Urheber hat, die Reproduktion bzw. das Kopieren seines Werks bzw. auch die Verteilung. Und ein ganz interessanter Punkt auch im österreichischen Urheberrechtsgesetz ist, dass es unter gewissen Voraussetzungen erlaubt ist, Source Code zu dekompilieren. Das ist aber nur dann erlaubt, wenn es für die Interoperabilität,
nötig ist, falls nicht die Informationen dafür gesondert zur Verfügung gestellt worden sind. Da will man eigentlich darauf auszielen, dass nicht einfach Software jetzt natürlich gecrackt wird. Auf der anderen Seite wiederum möchte man auch die Interoperabilität zu anderen Produkten gewährleisten. Damit nicht jedes Mal Verträge neu geschlossen werden müssen, gibt es natürlich solche Standardlizenzen. Die bekanntesten dazu sind die GPL, das ist eine Open-Source-Lizenz. Das Besondere dabei ist, diese Lizenz hat ein sehr strenges Copyleft. Das heißt, sobald man jetzt die GPL mit irgendeinem Produkt in seinem eigenen Programm verwendet, muss man das eigene Programm auch unter die GPL stellen. Das heißt, damit verbunden sind jetzt Änderungen am Code, müssen immer wieder publiziert werden. Verkaufen kann man es schon, aber wie gesagt, das Problem könnte sein, dass man das eigene Projekt nicht in der GPL haben möchte. Um dem Ganzen etwas entgegenzuwirken, gibt es nachher noch die LGPL. Das ist eine etwas abgeschwächte Version, die hat eben nur ein schwaches Copyleft. Da ist es erlaubt, eine Bibliothek einfach einzubinden, ohne weitere Verpflichtungen. Wenn man aber am Source Code von dieser Bibliothek Änderungen macht, gilt wieder das Gleiche wie bei der GPL. Das heißt, Änderungen muss man publizieren und wieder unter die LGPL dann stellen. Als eine vielleicht interessantere Alternative dazu gibt es noch die Apache-Lizenz. Ist auch Open Source, auch für den kommerziellen Bedarf zu verwenden, hat aber kein Copyleft. Also für eigene Projekte vielleicht recht interessant. Das Kontrastprogramm dazu natürlich ist die proprietäre Software, aber wo man dann sich mit dem Hersteller darum einigen muss, welche Rechte man jetzt hat aus dem Kauf bzw. aus dem Erwerb der Berechtigungen. Da jedoch nicht nur der Source Code bzw. das Programm Lizenzen beinhaltet, sondern auch weitere Unterlagen wie Dokumentationen und Bilder und so weiter, gibt es auch hierfür eine Lizenz, das ist eben diese Creative Commons, die sehr beliebt ist, hat bestimmte Vorteile, sprich man kann einzelne Bauteile zusammenstoppeln. Da gibt es eben einen Passus, eben, dass der Autor dieses Dokuments genannt werden muss, dass eben keine Derivate davon gebildet werden dürfen oder auch die Share Alike. Das heißt also, wenn man Änderungen durchführt am Dokument, dann muss man das wieder unter den gleichen Bedingungen zur Verfügung stellen. Oder man kann auch verlangen, dass diese Dokumente nur nicht kommerziell verwertet werden. Ja, Marco, jetzt fehlt uns eigentlich unser Projekt. Ja, da stellt sich natürlich als allererstes die Frage, warum überhaupt? Was hat uns, mich, dich dazu bewogen, das überhaupt zu machen? Naja, es ist ganz einfach, in Unternehmen muss man immer das machen, was einem da vorgesetzt bekommt. Und wir hatten so ein bisschen für uns die Idee, wir wollen selber ein paar Sachen lernen, uns mit ein paar Dingen auseinandersetzen und speziell eigene Lösungsstrategien verfolgen, die uns nicht vorgesetzt worden sind. Naja, da ist uns dann die Idee gekommen zu einem kleinen Java-Komponenten-Framework. Das heißt in unserem Fall TP-Core. TP steht für Together Platform. Soll irgendwann mal was richtig Großes werden, wenn wir die Zeit dazu finden und vielleicht noch den einen oder anderen dafür begeistern können. Man kann es jetzt sogar schon verwenden, wie man sieht hier im Release 1.1, als ganz einfache Abhängigkeit in Maven-Projekten zum Beispiel. Wie schon gesagt, ich habe ja nun eine sehr große Leidenschaft, mit Maven zu arbeiten. Kann man hier auch schon wieder sehen. Große Funktionalität haben wir jetzt nicht umgesetzt. Es gibt ein paar spezielle Dinge, die uns am Herzen gelegen haben. Wie man hier schon sieht, das Data Access Objekt, das ist so eine generische Möglichkeit für Rapid Development, in der wir einen synchronisierten und einen zentralisierten Datenbankzugriff haben. Damit haben wir diese sogenannten CRUD-Operationen sehr schön gekapselt und können dann relativ schnell neue Funktionalität umsetzen. Eine andere Sache war, wer mal mit Windows arbeiten durfte, konnte sich mal schnell vorstellen, wie schnell nach einem Update die Konfiguration zerhauen wurde. Ein Grund, warum ich nicht mehr mit Windows arbeite.
ist hier eine Application Configuration. Das erlaubt uns, eine History aufzubauen, dass unterschiedliche Versionsnummern unserer Applikation unterschiedliche Konfigurationssets vorhält. Naja, dazu auch noch so eine andere Funktionalität, die ich sehr spannend fand, XML-Tools. Da haben wir ein bisschen Validierung mit drin, PrettyPrint oder Kompression, um so ein bisschen eine Vorstellung zu kriegen, was wir damit machen. Dann haben wir noch ein paar Facts. Ja, wie gesagt, die Motivation war, rauszukriegen, wie man Funktionalität besonders gut umsetzen konnte. Aktuell das Release 1.1. Das nächste Release steht in den Startlöchern, die 1.2 mit einer neuen Funktionalität, dem Feature Toggle. Das wird eine Annotation sein, mit dem man dann sozusagen zur Compile-Zeit Funktionalität ein- und ausschalten kann. Das basiert auf Feature Flags for Java. Ist nicht ganz so einfach umzusetzen, deswegen dauert es noch ein bisschen, bis wir die 1.2 releasen können. Wie gesagt, wir sind mit tpcore in der GPL 3.0. Und unser Code ist auf GitHub verfügbar und die Binaries liegen dann, wenn sie released sind, regulär im Maven Central. Wir releasen keine Snapshots. Das wäre ein bisschen oversized für das, was wir da machen. Ja, ganz wichtig ist so, um später den Navigation im GitHub nachvollziehen zu können, ist unser Release-Prozess. Wir folgen dort dem Semantic Versioning und dem Release-by-Branch-Modell oder Branch-by-Release-Modell. Es geht vor allen Dingen darum, dass Änderungen in der API, die nicht mehr rückwärtskompatibel sind, dafür sorgen, dass der Mayer, die Mayer-Versionsnummer aktualisiert wird. Bei Hinzufügen neuer Funktionalität aktualisieren wir die Miner-Versionsnummer und wenn wir dann halt irgendeine Nachversorgung haben mit Fehlerbehebung, das gibt dann den Bugfix-Level. Hier sehen wir hier noch dieses Label Snapshot. Das kommt wieder aus unserem verwendeten Build-Tool Maven. Das signalisiert einfach, das ist kein Release. Davon kann es immer wieder eine neuere Version geben, bis es dann endlich ein eindeutiges Release wird. Dann haben wir ja gesagt, also wir wollten so speziell auch so ein bisschen rauskriegen, wie der Softwareentwicklungsprozess optimiert werden kann, wie man automatisiert. Und viele Projekte sind in der Regel zu trivial, um da so Erkenntnisse daraus gewinnen zu können. Ja, die kleine CD-Sammlung reicht da nicht so ganz. Und wir haben uns dann hier für eine doch aktuelle und in vielen Enterprise benutzten Architekturen entschieden. Die ist abgeleitet vom MVC-Projekt. Vom MVC-Prinzip der sogenannten Schichtenarchitektur. Ein großes Merkmal dieser Schichtenarchitektur ist, dass die darüberliegenden Schichten auf die darunterliegenden zugreifen, aber nicht andersrum. Man kennt das aus dem OSI-Referenzmodell. Diese Schichten repräsentieren, wie man hier auch aus dem Screenshot sehen kann, von dem Projekt Explorer mit den entsprechenden Packages. So hat sozusagen jeder Layer sein eigenes Package und ganz exemplarisch mal aufgeklappt für die Services, weil es da nicht so viele gibt, der Service Layer. Und da sieht man dann schon, wie leicht sich durch die Applikation zu navigieren ist. Und alles andere, was wir künftig darauf aufbauen, wird halt eben dieser Architektur auch folgen. Das hat insofern viele Vorteile für Entwickler, die halt eben in das Projekt einsteigen wollen. Sie finden sich halt schneller zurecht. Ganz wichtig ist für uns auch gewesen Paradigmen, denen wir folgen, also nicht nur das objektorientierte, sondern testgetriebene Entwicklung und behavioral-driven, also verhaltensgetrieben. Das sind zwei Teststrategien, die meistens miteinander einhergehen. Da wird uns Joachim dann später noch ein bisschen genauer dazu oder mehreres genauere Sachen dazu erzählen. Domain-Driven Design ist ein anderes, relativ verbreitetes Paradigma. Da geht es darum, dass man sozusagen die Domäne als allererstes beschreibt in Form eines Objektmodells, das dann sozusagen die Datenhaltung repräsentiert. Und von dem kann man dann die Funktionalität ableiten. Da gibt es dann vom Erich Gammer das Domain-Driven Design Quickly, sehr leichtes, schnell zu lesendes Referenzwerk. Wer sich damit auseinandersetzen möchte, ist es sehr empfehlenswert. Ja,
von diesen Paradigmen kommen wir mal hier zu einer schematischen Darstellung von Standardinfrastruktur, wie man so aus dem DevOps kennt. Wir haben jetzt natürlich diese einzelnen Services nicht für uns selber umgesetzt, dadurch, dass wir Open Source und doch eher das Ganze im privaten Bereich machen. Deswegen ist unser Remote Source Repository Git, das allseits beliebte GitHub. Und unser Jenkins ist in dem Fall Travis CI. Das ist ein CI-Cloud-Server, der durch GitHub getriggert werden kann. Der Nexus, den betreiben wir auch nicht selber. Das ist der Maven Central von Sonatype, auf den wir letzten Endes deployen. Und die Teststages sind unsere normalen, einfachen Laptops. Und da kommen wir dann hier auch gleich zu unserer ersten unserem ersten Tool, GitHub. Da kann man eine ganze Menge machen auf GitHub. Also GitHub ist ja jetzt nicht nur, dass man sagt, ich publiziere mein Zeug auf GitHub und jetzt bin ich Open Source und alles ist gut. Niemand wird sich wirklich hinstellen, Source Code runterladen, den dann kompilieren und ihn dann in seiner Anwendung verwenden. Und von daher ist aber GitHub ein sehr guter Einstiegspunkt, um ein bisschen Dokumentation zu hinterlassen, sein Projekt einigermaßen gut zu taggen. In unserem Fall ist es dann halt so Java, Hibernate, Spring, was wir so alles an Bibliotheken mitverwenden und für die wir dann entsprechende Wrapper geschrieben haben. Die Dokumentation liegt auch im GitHub-Wiki und ist sozusagen über die README XML oder die README MD, also das ist dieser Markdown-Style, den wir im Projekt liegen haben, im Hauptverzeichnis des Projektes, der auf GitHub ja dann sehr schön dargestellt wird, grafisch, und kommen wir dann später noch ein bisschen dazu oder detaillierter. Das verlinkt dann auf die einzelnen Wiki-Seiten, wo man dann die Funktionalität ein bisschen detaillierter nachlesen kann. Eine andere Sache ist natürlich auch noch das Branching und Merging. Und natürlich für Leute, die mit contributen möchten, Pull-Requests. Da kann man sich dann sozusagen das Repository klonen, ein bisschen dazu implementieren und uns einen Pull-Request senden, bei dem wir dann entscheiden, ja, okay, die Funktionalität können wir mit einbringen oder nicht. Das sieht man hier unten auch noch einmal detaillierter, unseren Release-Prozess. Das heißt, wir schließen die Funktionalität ab, taggen, releasen und erzeugen dann bei Bedarf, wenn das eine Nachversorgung geben muss durch einen Patch oder sonst was, dann erst den Patch-Branch oder den Bugfix-Branch. Für viele Leute mag das trivial sein. Ich arbeite in sehr, sehr vielen großen Unternehmen. Für die ist das nicht so. Ja, wie darf ich sagen? Selbstverständlich, da sieht man, ob das jetzt Git oder Subversion ist. Die Standardprozesse sind dort noch immer nicht angekommen. Auch wenn man sich überlegt, dass das erste Source Control Management System ja vor 40 Jahren entwickelt worden ist und diese Technologie nun nicht so speziell ist, dann würde ich mal sagen, Joachim, erklär uns doch mal ein bisschen was über unseren Entwicklungsprozess des testgetriebenen Entwickelns. Ja, wie wir ja alle wissen, Tests sind natürlich immer sehr wichtig, damit das Programm eigentlich das tut, was es eigentlich tun soll, nicht? Oder was wir erwarten, dass es tut. Ja. Da hat sich herausgestellt, dieses AAA-Principle, Arrange, Act, Assert, ist ein guter Zugang dazu. Das heißt, hier sieht man eben eine Funktion, ist eine einfache Multiplikation, die mit einem Testfall versehen wurde. Wenn man sich jetzt da den Testfall dazu anschaut, hat man zuerst eben diese Arrange-Phase, das heißt, das ist diese Zuordnung der beiden Variablen x und y. Danach das Act, das ist genau der Aufruf der Funktion. Und zum Schluss nachher die Assert-Anweisung mit Equals, wo dann verglichen wird der Wert mit dem, was die Funktion eigentlich zurückgeliefert hat. Ja. Man sollte eigentlich immer aufpassen, dass man diese Anordnung möglichst beibehält,
auch nicht zu viele Asserts in eine Funktion, dann in eine Testfunktion hineinzustecken, weil es da sonst Probleme geben kann, weil das erste Assert bricht dann den ganzen Test ab. Das sollte man immer wieder im Hinterkopf behalten. Was man auch immer wieder sieht, ja, ein Testfall ist nicht unbedingt genug. Das heißt, wenn man sich das anschaut, also ich fange jetzt weiter noch an mit dem Maven Report, da sieht man jetzt einmal einen Testlauf. Da sind 191 Tests durchgeführt worden ohne Fehler, beziehungsweise also ohne Errors, das heißt Compile Errors, mit Failures schon mit einem und 5 geskippten Tests, das heißt, man kann auch Tests so konfigurieren, dass sie ausgelassen werden. Das ist manchmal recht sinnvoll, wenn die eben einfach nur lange brauchen, aber man sie eh schon ein paar Mal ausgeführt hat und jetzt an der aktuellen Konfiguration dort nichts ausgeführt hat. Ja, noch einmal zurück jetzt da zur Test-Coverage. Wie ich gerade vorhin gesagt habe, es muss nicht unbedingt genug sein, einen Testfall zu schreiben. Hier sieht man zum Beispiel einen exemplarischen Code. Der Testreport sagt, es gibt gewisse Zeilen, die hier rot hinterlegt sind, wo kein Testfall durchgekommen ist. Man unterscheidet jetzt auch natürlich zwischen Line-Coverage und Branch-Coverage. Das heißt, hier in dem Fall die Line-Coverage sieht man eben genau, wie gesagt, die Zeilen, die nicht getestet wurden. Und Branch-Coverage heißt jetzt so viel wie, es gibt Bedingungen, die nicht ausgeführt wurden. Sprich, in dem Fall ist jetzt diese eine If-Bedingung und dieser Catch-Block, die beiden wurden nicht ausgeführt. Deswegen gibt es eben diese Abweichung in der Coverage. Ja, aber Joachim, woher weiß ich denn, wie viele Testfälle ich überhaupt brauche? Kann ich sowas abschätzen? Was mache ich denn da? Das kann man schon abschätzen mit der Komplexitätsanalyse. Dadurch, dass ich zählen kann, wie viele Verzweigungen ich habe, kann ich circa eben ein Gefühl dafür bekommen, wie viele Testfälle brauche ich überhaupt. Das sieht man aber meistens auch schon, wenn man sich den Code anschaut, wie viele Verzweigungen sind da. Also ich brauche es jetzt nicht aufwendig ausrechnen. Ja, es gibt auch noch andere Arten von Tests, die Akzeptanztests. Die unterscheiden sich jetzt von den Unit-Tests insofern, dass man kleinere Szenarien betrachtet. Bei den Unit-Tests haben wir jetzt den Funktionsumfang überprüft und hier wollen wir jetzt sagen, ja, wenn ich das und das mache, unter diesen Bedingungen das ausführe, dann soll das das Ergebnis sein. Und das bilden eben genau solche Akzeptanztests ab. Leider haben wir für diese große Thematik hier etwas zu wenig Zeit. Gibt auch noch einen anderen Vortrag heute von einem Kollegen, der sich vielleicht da noch mehr damit beschäftigt. Für uns ist es als nächstes wichtig, wir haben unseren Code jetzt getestet und wir wollen jetzt da die Binärartefakte publizieren. Genau, ja, wie gesagt, also wenn man seine Sachen auf GitHub hat, ist das schon mal schön, aber das heißt noch lange nicht, dass es die Leute auch benutzen und benutzen können oder wollen. Wer selber schon mal irgendwie versucht hat, sich Source Code runterzuladen, den eigenständig zu kompilieren, hat sicherlich auch festgestellt, dass das nicht so ein leichtes Unterfangen ist. Irgendwas passiert immer, irgendeine Einstellung muss noch gemacht werden, bis es dann so richtig geht. Wir haben hier in unserem TP-Core-Projekt auch eine Kleinigkeit, die das Kompilieren hin und wieder erschwert. Das liegt einfach an dem Build-Tool Maven. Wir haben den Build-Workflow ausgelagert in eine eigene Parent-POM, die in einem eigenen Repository liegt. Und wenn wir natürlich jetzt gerade wie bei dem Feature-Toggle den Build-Prozess anpassen mussten, weil das ein mehrstufiges Compile sein wird, naja, dann mussten wir natürlich, um intern weiterzuarbeiten, die Parent-POM aktualisieren. Und die ist natürlich nicht immer gleich dann im Snapshot-Status in Maven Central verfügbar. Also wird aktuell der Code, den ihr von TP-Core auf GitHub runterladen könnt, nicht so leicht kompilierbar sein. Also ihr müsstet dann den Build-Workflow, die Parent-POM auch noch runterladen, lokal bei euch einmal durchlaufen lassen und dann kompiliert das. Aber wie ihr seht, das ist halt eben so immer diese kleinen Entwickler-Details, die wir aus dem Entwickler-Bugfix-Bingo auch kennen, ne? Läuft auf meiner Maschine. Naja,
Aus dem Grund ist es immer sehr, sehr gut, wenn man fertige, abgeschlossene Releases eben auch ordentlich deployed hat und für die Allgemeinheit zur Verfügung stellt. Hier in unserem Fall Maven Central. Ich möchte aus Zeitgründen nicht zu detailliert auf den Veröffentlichungsprozess eingehen. Ganz wichtig ist lediglich zu wissen, dass in Maven werden ja die Group-ID und die Artifact-ID und die Versionsnummer angegeben von einem Projekt, um eine Abhängigkeit zu definieren. Und diese sogenannten GAF-Parameter, ist es ganz wichtig, dass die Group-ID eine Domäne ist, die ihr selber innehabt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel LibreOffice.org als Group-ID nutzen möchte, um auf Maven Central zu publizieren, dann muss ich den Leuten von Sonatype nachweisen, dass ich diese Domain innehabe. Ansonsten lassen die mich nicht auf diese Domäne in Maven Central hochladen. Ist auch richtig so, weil sonst würde da eine ganze Menge Wildwuchs entstehen. Die Lösung ist, wenn ich keine eigene Domäne habe, ist das dann halt io.github.projektname, wie in unserem Fall eben auch schon gesehen. Man braucht dann einen Jira-Account, um sich bei Sonatype zu registrieren und zu sagen, dass man jetzt gerne auf Maven Central publishen möchte. Ja, und dann mit ein bisschen Gefummel und Anpassung der POM und den ganzen Signaturen ist das dann auch irgendwann verfügbar. Hier unten in dem Link findet ihr eine vollständige Beschreibung direkt von Sonatype, der ihr wirklich explizit folgen müsst, um euer Projekt wirklich auf Maven Central deployen zu dürfen. Die sind da rigoros und wenn da irgendwas nicht passt und wenn ihr die Signaturen nicht richtig habt und so weiter, der Nexus lädt das zwar hoch und sagt euch, okay, well, Error, Validation Error und euer Projekt wird einfach nicht published. Ja, hier sehen wir ganz noch einmal eine kleine Übersicht an Infrastruktur, an freier Infrastruktur, die wir nutzen. Das eine ist Coveralls. Wir sehen hier oben in den Badges, die bei uns auf der Projekt README eingebunden sind mit den aktuellen Werten. Coveralls basiert auf Cobertura. Die Cobertura-Tests erzeugen wir regulär in den Maven Site Lifecycle und das wird dann später über Travis CI gepusht und dann über Coveralls bereitgestellt. Travis CI ist unser letzten Endes Build-Server. Der wird auch eigentlich nur mal dann angeschmissen, wenn wir Releases ziehen, weil so oft committen wir zurzeit nicht, dass da jetzt so viel entsteht. Unsere Java-Docs sind auch publiziert auf javadoc.io. Damit hat man so diese netten Effekte, wie man das auch bei Java oder damals Sun Microsystems Java kennt, dass man da über das Web einfach die API durchbrowsen kann und dann spezielle Funktionen erkannt oder rauslesen konnte. Ja, um Travis zu steuern, braucht man eine kleine Datei, die Travis YAML. Die ist ein bisschen tricky und auch nicht so super toll dokumentiert. Das ist wirklich ein bisschen Gefummel und man muss auch jedes Mal auf GitHub vorher hochcommitten, um zu sehen, ja, ob es dann funktioniert. Weil, wie gesagt, GitHub ist das zentrale Schlüsselelement. Da liegt der Code und der wird dann sozusagen von Travis CI gescannt. Gibt es eine Änderung, wird sich die Änderung heruntergeladen und dann entsprechend der Travis YAML exekutiert und naja, das klappt dann manchmal oder auch nicht und der Travis schickt dann die Metriken an Coveralls. So weit, so gut. Damit hätten wir erst einmal im Großen und Ganzen die Infrastruktur, die wir im TP-Core benutzen und jetzt hätte Joachim noch ein bisschen was zu sagen zum Thema Marketing. Naja, also es ist ja auch wichtig natürlich, dass euer Produkt oder euer Projekt erfolgreich wird, was man sich natürlich immer wieder überlegen muss, wer ist jetzt eigentlich der Benutzer von dem Produkt? Wer soll was kaufen? Ja, weil ja, man will ja auch leben und nicht von etwas und muss sich ja auch irgendwie erhalten. Da stellt sich natürlich jetzt einmal die Frage, wie gesagt, was sind jetzt da die, ja, die Nöte und die Probleme des Einzelnen. Ja. Wo kann jetzt da euer Projekt jemandem helfen?
Beziehungsweise wie findet man jetzt da auch denjenigen, der Hilfe braucht? Ja, man kann eben zum Beispiel in Foren suchen nach gewissen Problemstellungen, wo man weiß, dass das eigene Projekt eben diese Probleme löst. Findet dort vielleicht auch den einen oder anderen möglichen Benutzer. Man kann auch schauen, ob man vielleicht eine Community findet. Das muss jetzt nicht unbedingt eine technische Community sein, eben vielleicht eine thematische, weil ja das Softwareprojekt nicht unbedingt jetzt da als Software ist, sondern für die Thematik einfach nur interessant ist. Ja? Aber ja, das Wichtigste überhaupt bei der ganzen Marketingstrategie ist, wenn man angefangen hat, dranbleiben. Das ist wohl wahr. Ja, man will auch natürlich ein Geld verdienen. Willst du Geld verdienen? Ja schon, das, also umsonst möchte ich nicht arbeiten. Ja. Geld macht nicht glücklich. Weil das ist ja auch immer der Mythos, nicht? Geld allein macht nicht glücklich. Nein, nein, nein. Aber es hilft ungemein. Ja. Wir werden doch auch in den Unternehmen nicht dafür bezahlt, für das, was wir wissen, sondern für die Schmerzen, die wir ertragen während der Umsetzung. Ja, aber da sind wir schon beim Stichwort, wo kann man Geld verdienen? Bei Consulting. Ja. Sprich, es kommt eine Firma auf Sie zu und fragt, ja, wie kann man jetzt da Ihr Projekt oder kann man überhaupt Ihr Projekt einbinden in das Projekt der Firma? Weil die gewisse Funktionen davon benötigen würden. Das ist ja der Vorteil als Consultant. Man muss das nicht selber tun. Man kann dann sagen, also Leute, das ist leider nicht deswegen geglückt, weil ich euch das falsch erklärt habe, sondern ihr habt euch nicht an die Regeln gehalten. Aber die Regeln, die definieren wir mit unserem Projekt. Ja, genau. Wir kennen unser Projekt natürlich am besten. Das ist der Vorteil. Das andere natürlich, was auch immer wieder vorkommen kann, ja, jetzt ist unser Projekt integriert in ein anderes, aber die brauchen jetzt noch irgendein Spezialfeature dafür. Ja, aber das muss jetzt auch irgendjemand implementieren. Entweder machen die es selber oder wir helfen natürlich auch gerne dabei. Ja, oder auch natürlich überhaupt die Integration, diese ganze Umsetzung. Kann natürlich eine Firma selber machen, unseren Source Code einbauen oder sie können natürlich auch uns beauftragen damit, dass wir unseren Teil in ihr Projekt hineinbringen. Das ist jetzt mal so der große Teil vom Consulting, wo man natürlich auch noch Geld machen kann damit, ja, wenn eine Firma unser Projekt verwendet und dort sollte doch irgendwo ein Fehler drinnen sein. Naja, es kann sein, dass das sehr zeitkritisch ist und das behoben werden muss. Ne? Ja. Und eine Fehlerbehebung kostet natürlich auch Zeit und Geld. Die Zeit muss man haben. Das ist durchaus ein großes Thema. Bevor wir jetzt ein bisschen live was zeigen, um aus der Präsentation herauszuschalten, möchte ich nur ganz kurz verweisen, die Ressourcen, also wie man dann auf die Projekte kommt, also das Video wird dann auch irgendwann online verfügbar sein. Der Präsentationsdownload wird dann in SlideShare oder hier auch auf den Linux-Tagen zur Verfügung gestellt. Und dann freuen wir uns doch jetzt erst einmal ganz kurz auch wirklich was zu sehen und nicht nur immer die Folien hier zu haben. So, dazu brauche ich bitte einen kleinen Moment, um hier umzuschalten. Und da, da, da. Ja, nein. Jetzt, wunderbar. So. Ja, wir hatten ja schon angesprochen, dass man auf GitHub eine ganze Menge machen kann. Hier oben in dem Bereich sehen wir die ganzen Tags, die wir gesetzt haben, damit halt eben auch andere Leute, die in dieser Technologie interessiert sind, sich da schnell zurechtfinden. Wir haben jetzt in unserem Fall auch Issues mal eingestellt oder eine für heute. Warum? Die ganze Sache ist die, wenn wir natürlich eine Community aufbauen möchten und andere Leute dazu bewegen wollen, an diesem Projekt teilzunehmen, dann müssen wir denen natürlich auch Anhaltspunkte geben, an welchen Stellen sie denn weiterarbeiten können oder wollten. Und da sind diese Issues eben ganz hilfreich. Also das ist nicht nur einfach eine Bugfix
Liste, die irgendwelche Leute an uns melden, weil sie festgestellt haben, irgendwas geht nicht, sondern auch künftige Implementierungen. Und eine Sache hier, die wir unbedingt noch vorhaben, ist, dass zum Beispiel die Tests übersprungen werden, wenn das Internet nicht verfügbar ist. Das sind immer so kleine Sachen, die man dann so im Laufe seiner Entwicklungszeit feststellt. Ich saß in der Bahn und hatte nun kein Internet und wollte meine Tests durchführen und stellte nun fest, dass der SAX-Parser nun meine Online-Tests mit der ausgelagerten, im Internet verfügbaren, im Internet verfügbaren SAX-Schema nun eben nicht durchgeführt werden kann, weil er keine Internetverbindung hat. Sowas möchte ich gerne skippen, in dem Moment, wenn ich kein Internet habe. Das können wir machen. Dazu haben wir in JUnit 5 ein bisschen Testcode. Das sieht im Grunde recht einfach aus. Die IDE meiner Wahl, NetBeans 11. Nein, 10. Die 11er habe ich noch nicht umgestellt. Gibt es aber demnächst, oder ist schon draußen. Übrigens auch sehr nett zu erwähnen, NetBeans ist mittlerweile aus dem Incubator-Status heraus. Das ist jetzt ein vollwertiges Apache-Projekt, freut mich sehr. So, wir sehen jetzt hier die Standard-Maven-Struktur und unter den Utils haben wir hier so kleine Geschichten, Socket-Timeout, der checkt zum Beispiel, ob unsere Datenbank verfügbar ist. Und wenn nicht, dann wird der Test einfach geskippt. Und das passiert halt eben jedes Mal hier, wenn wir das aufklappen. Before all, after all, before each, after each. Das sind kleine Methoden, die halt JUnit 5, jetzt in JUnit 5 ist es ein bisschen granularer, in JUnit 4 war das nicht so, da aufgerufen werden. Und dann mit den Assertions kann man dann sozusagen die Testausführung verhindern. Da wären wir jetzt bei den Issues. Wir hätten jetzt ja, natürlich, wie immer. So. Wir haben hier natürlich auch nochmal unsere README. Das ist ja dieses Markdown Format, in dem man sich so ein bisschen orientieren kann, was wir hier so alles machen, und eine kleine Release-Note. Die ist noch nicht so lang, dass wir die noch nicht auslagern mussten. Und hier kann man dann auch wunderbar draufklicken, um zum Beispiel bei unserem Generic Data Access Object zu sehen, was es denn da macht. Das dahinterliegende Wiki. Ja. Wenn dann GitHub einigermaßen konfiguriert ist und Travis CI, wie das jetzt hier ist, entsprechend konfiguriert wurde, mit einem neuen Commit läuft hier ein neuer Build durch. Das sieht dann da entsprechend so aus, wie man das halt eben auch lokal auf seine IDE zu sehen kriegt. Wir arbeiten hier, naja gut, der lädt jetzt hier eine ganze Menge Zeug noch runter, weil das alles virtualisiert ist. Und wir sehen hier eine ganze Menge Logging-Ausgaben. Das hilft uns zum Beispiel dann auch später bei den Tests relativ gut rauszukriegen, wo denn Probleme liegen. Wir haben ja gesagt, also dieses Projekt ist für uns auch eine Sache, an der wir viele Dinge lernen. Und gerade das testgetriebene Entwickeln ist eine Sache, die muss man einfach mal gemacht haben. Und im unternehmerischen Umfeld ist das sehr, sehr schwierig, solche Dinge umzusetzen, weil einfach der Implementierungsdruck so hoch ist, dass man die Funktionalität so schnell liefern muss. Und dann heißt es immer, ja, später wird dann irgendwann mal etwas korrigiert, hübscher gemacht. Aber ja, irgendwie dann doch nicht, weil dann wieder das nächste ansteht. Ja, dann ganz kurz noch Coveralls. Das ist das hier. Hier kann man sich wieder durch die entsprechenden Metriken klicken. Es ist nichts anderes, als man das schon hat im normalen Maven-Report. So, nachdem man sich dann hier immer wieder durchklickt. Hier ist es ein bisschen detaillierter dargestellt. So. Und dann sieht man dann da entsprechend die Coverages. Ganz interessant, das ist von Sonatype,
Jira-Account oder besser gesagt das Jira, das man sich anlegen muss, um sozusagen die Erlaubnis zu bekommen, auf MavenCentral zu deployen. Das Ganze sieht dann so aus, da stellt man eine kleine nette Anfrage so, ja, ich habe das Projekt XY, ich möchte bitte deployen, und dann sind die Leute sehr hilfreich und sehr höflich, um einem da weiterzuhelfen. Wenn man dann einen Account hat, so sieht der Nexus aus. Hier kann man das dann hochladen, manuell. Es gibt auch Möglichkeiten, das automatisiert zu tun. Das lädt man dann hier hoch. Wenn das dann da ist, findet man in den Repositories sein Repository, wo das dann hochgeladen ist. Da muss man dann draufklicken und dann sieht man da, hier haben wir die Berechtigung gerade nicht, weil wir nichts hochgeladen haben. Da sieht man dann, ob die Validierung zugeschlagen hat oder ob alles in Ordnung ist. Ja, das wäre jetzt erst einmal so von unserer Seite ein bisschen von den Dingen, die zu zeigen sind. Habt ihr noch Fragen? Ein Moment, die Dame gibt. Zwei Fragen. Ja, bitte. Und zwar die erste, inwiefern, wie essentiell ist GitHub in der Toolchain? Also GitHub an und für sich, seit Microsoft gekauft hat, für mich persönlich gestorben. Ja, großes Problem. Ja, ist, und das Zweite, ich meine, ihr habt jetzt da geredet von Geld machen damit, Dinge verkaufen, naja, Unternehmen helfen, ihn zu integrieren. Das bedeutet aber auch zwangsweise, dass ich keine Copyleft-Lizenz verwenden kann, um diesen Weg zu gehen. Jein. Also ideologisch würde ich jetzt im Open-Source-Sinn sagen, eher problematisch. Die Sache ist die, also wir sind ja jetzt in der GPL 3.0, der Plan besteht, in der Version 2.0 auf Apache umzuwechseln, auf die Apache-Lizenz. Es liegt einfach daran, dass wir das momentan so ein bisschen brauchen, um einige Forschungsschwerpunkte darstellen zu können. Ja, da geht es um Branch-Merging, Hell und alles so eine Geschichten. Und da brauche ich natürlich, um das sozusagen aufzeigen zu können, spezielle Releases. Und da möchte ich jetzt einfach nicht, dass da zu viel nebenher drumherum passiert. Ne? Also da mit der GPL 3.0 habe ich die strikte Ownership und da kann ich erstmal machen. Nachdem diese Sachen abgeschlossen sind, wollen wir dann in der Version 2.0, wo wir dann so auch die ersten Macken rauskriegen, wollen wir das dann wirklich richtig als Copyleft rausgeben und die Leute können dann damit machen, was sie wollen. Also das ist für uns jetzt, das Geld verdienen ist nicht das Primäre. Das Primäre ist hier in dem Fall wirklich zu sagen, so, wir haben da Bock drauf, weil im Unternehmen können wir das nicht. Aber wir wollten einfach auch mal ein bisschen aufzeigen, zu sagen so, ja, wir sind zwar alles Enthusiasten und wir haben da Bock drauf, das zu machen, aber hin und wieder müssen wir auch an so unseren Kühlschrank denken. Also das. Ja, ist jetzt vielleicht eine andere Ausgangssituation. Also ich bin, ja. Ich arbeite da in Graz bei der AVL. Wenn ich Geld verdienen will, gehe ich im Endeffekt zur AVL, mache meinen Job, dann gehe ich heim und mache was anderes. Und das ist dann natürlich schon ein bisschen unter ideologischen Zeichen zu sehen. Und da jeder ist halt hat so andere Lebenskonzepte. Also das ist extra so gemacht, dass es nicht von Firmen integriert werden kann in kommerziellen. Also im Moment ja, in der Version 2.0, die wir hoffentlich bis Ende des Jahres raus haben, auf jeden Fall ist es frei, wird es frei werden. Wir haben ein paar API-Änderungen drin und aus dem Grund liegt es da drin. Also das würde einfach zu viel Hackmeck geben. Okay, danke. Bitte. Achso, da war ja noch die Frage zum Thema GitHub. Ja, die meisten Tools setzen wirklich auf GitHub auf. Die sind auch schon älter. Also das war alles noch vor dieser Einkaufstour von Microsoft. Ich weiß auch noch nicht, wie es in Zukunft weitergehen wird mit GitHub. Hoffentlich passiert nicht das Gleiche wie damals mit Skype, als es Microsoft
wahrscheinlich werden sich dann wieder andere Sachen auftun. Es gibt ja eben auch, na, wobei man muss sagen, Google Code ist nun auch seit ein paar Jahren abgeschaltet, gibt es auch nicht mehr. Es gibt aber noch diese alte Source Code, SourceForge, die sind noch da, haben so ein bisschen mittlerweile so ein Schattendasein im Bereich oder im Vergleich zu GitHub, aber müssen wir gucken, was sich da noch entwickelt. Ja, das wäre dann eine Option, definitiv. Man kann auch einiges Self-Hosting. Also, es ist nicht nur GitLab, da gibt es noch ein anderes Ding. Muss ich nochmal nachschauen. Also, im Moment, das ist wie mit YouTube. Eine ganze Menge Leute sind momentan gerade ziemlich unglücklich mit YouTube, sind aber trotzdem nicht in der Lage, davon wegzugehen, weil einfach die Community zu groß ist. Und genau diesen Effekt sehen wir halt eben auch auf GitHub. Im Moment ist die Community noch zu groß und man muss jetzt einfach sehen, was sich so als nächstes entwickelt. Wer jetzt nicht glücklich ist mit dem aktuellen Umständen, der kann wahrscheinlich Dinge parallel betreiben und dann hast du mal sehen, ja, wie sich die Sachen entwickeln, um dann sich einem anderen Hoster zu. Ja. Es gibt auch Option Bitbucket und wir kriegen hier gerade einen guten Hinweis, dass wir fertig sind. Vielen Dank. Ja.